Novene zu Ehren der Jungfrau von La Salette, neunter Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters Novene und des zu Sohnes Ehren der Jungfrau und des von La Heiligen Salette, Geistes. neunter Tag. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken der Wunde Hand. Der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des zu rechten der Fußes. Der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Wunde Fußes. Des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde, des linken Fußes. Der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Durch deine mütterlichen Tränen, Jungfrau von La Salette, erbitte für uns die Vergebung der Sünden und die Gnade, die wir heute von dir erbitten. Durch deine Hier an dieser Tränen, Stelle kann man eine Gnade erbitten. Erbitte für uns die Vergebung der Sünden und die Gnade, die wir heute von dir erbitten. Hier an dieser Stelle kann man eine Gnade erbitten. Mache uns deinen Worten gefällig und ermahne uns. Ehrenvolle und geliebte Mutter, führe du uns zum Nachahmen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ehrenvolle Amen. Und geliebte Mutter, dann sagte führe Jesus du uns zu seinen zum Jüngern, Nachahmen deines Sohnes, geht hinaus in die ganze Herrn Jesus Welt Christus. Und verkündet Amen. Das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wer glaubt und durch und sich die, taufen lässt, die zum Glauben gekommen wird sind, gerettet. Werden folgende Wer Zeichen glaubt, geschehen. In meinem Namen werden werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Markus 16, 15 bis 18. Stille Betrachtung dieser Bibelstelle. Markus 16, 15 bis 18. Stille Betrachtung dieser Bibelstelle. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen Aber sein, werdet in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis wird. An die Grenzen der Erde. Apostelgeschichte 1,8. Stille Betrachtung dieser Stelle, Bibelstelle. Stille Betrachtung dieser Stelle, Bibelstelle. Nun denn, Kinder, heißt es meinem ganzen Volke mit, teilt es meinem ganzen Volke mit.
nachdem sie uns erinnert hat Nun denn, an unsere Existenz vor Gott, meinem ganzen Volk einen mit, Gott, der liebt und rettet und der uns besser kennt als wir uns selbst, zeigt uns Maria unsere Aufgabe. Der Welt die gute Nachricht von Jesus Christus zu überbringen. Gekennzeichnet durch seinen Geist, in Wahrheit und Liebe geweiht, sind wir aufgerufen, mit allen Menschen guten Willens zu sein und uns abzumühen, um mit der Hilfe Gottes eine menschlichere Welt und ein neues menschliches Wesen nach dem Vorbild Christi zu schaffen. Gekennzeichnet durch seinen Geist, in Wahrheit und Liebe geweiht, sind wir aufgerufen, mit allen Menschen guten Willens zu sein und uns abzumühen, um mit der Hilfe Gottes eine menschlichere Welt und ein neues menschliches Wesen nach dem Vorbild Christi zu schaffen. Die heilige Jungfrau begleitet und ermuntert uns. Die heilige Jungfrau Maria begleitet und ermuntert uns mütterlich. Geht, meine Kinder, und macht es bei allen meinen Menschen gut bekannt. Ein Gesetzchen vom Bluttränen Rosenkranz. O Jesus, schaue auf die Tränen jener, die dich Ein Gesetzchen vom auf Erden am meisten geliebt und dich am innigsten liebt im Himmel. O Jesus, schaue auf die Bluttränen jener, die dich auf Erden am meisten geliebt und dich am innigsten liebt. O Jesus, schaue auf die Bluttränen jener. O Jesus, schaue auf die Bluttränen jener, die dich auf Erden am meisten geliebt und dich am innigsten liebt im Himmel. O Jesus, erhöre unsere Bitte um der Bluttränen jener, die dich auf Erden am meisten geliebt und dich am innigsten liebt im Himmel. O Jesus, schaue auf die Bluttränen jener. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lasset uns beten. Heilige Jungfrau von Lazaret, welche über dein Volk, das für Untreue anfällig ist. Lasset uns beten. Wache über dein Volk, was das für die Untreue anfällig ist. Von Lazaret. Verhindere den Verlust des Samens der Güte, der in dem menschlichen Herzen, den Gewissen der Einzelnen und der Nationen wächst. Möge der Heilige Geist heilen, erheben und unsere zögernden Anstrengungen um Freiheit, Gerechtigkeit und Einheit zur Blüte bringen. Heilige Mutter der Kirche, zieh uns zu deinem auferstandenen Sohn, hilf uns, in seinem Geist zu leben, zum Ruhm des Vaters und zum Glück aller Menschen von diesem Tag an, bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Vater unser, der du bist. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Heilige Mutter, wir wollen unserem verstreuten Volk die Freude der guten Nachricht bekannt machen. Führe uns, Maria, zu unseren Brüdern und Heilige Schwestern. Mutter, wir wollen unserem verstreuten Volk erkenne die Freude Maria von Lazareth bekannt machen. Gedenke Maria von Lazareth. Der Tränen, die du auf Golgotha für uns Maria vergossen hast. Gedenke Maria von Lazareth. Gedenke auch der Mühe und Sorge, die du beständig auf dich nimmst. Damit dein Volk sich in Christus mit Gott versöhnen lasse. Gedenke auch der Mühe und Sorge, du hast so viel für uns getan. Auf dich nimmst. So kannst du uns jetzt nicht verlassen. Deine Liebe macht uns Mut, dich immer wieder zu bitten. Du hast so viel für uns getan. Auch wenn wir untreu so kannst du uns jetzt und undankbar sind. Nicht verlassen. Nimm unser Beten an. Mutter der Versöhnung. Öffne unser Herz für deinen Sohn. Erbitte uns die Gnade, ihn über alles zu lieben und so auch dich zu trösten, durch ein Leben zur Ehre Gottes und in der Liebe zu den Menschen. Erbitte uns die Gnade, ihn über alles zu lieben und so auch dich zu trösten, durch ein Leben zur Ehre Gottes und in der Liebe zu den Menschen. Litanei zu Gottes Mutter Maria von Lazareth. Herr, erbarme dich unser. Herr, Litanei zu Gottes erbarme Mutter Maria von Lazareth. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Vater vom Himmel, Gott, Sohn, Erlöser Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, unsere liebe Frau von Lazareth, Heilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser. Unsere liebe Frau. Unsere liebe Frau von Lazareth. Lazareth, Königin und Mutter der Menschen. Unsere erbarme dich unser. Von Lazareth. Unsere liebe Frau von Lazareth. Und Verkünderin der göttlichen Barmherzigkeit. Erbarme dich unser. Unsere liebe Frau, flehende Allmacht, Verkünderin, erbarme dich unser, der göttlichen Barmherzigkeit. Bitte für uns, du hältst den Arm deines uns sonnenden Sohnes zurück. Bitte für uns. Du weinst so viele Tränen. Du hältst den Arm deines uns sonnenden Sohnes zurück. Bitte für uns. Du mischst dich um uns trotz unserer Undankbarkeit. Bitte für uns. Du mahnst uns so mütterlich, bei dir Zuflucht zu nehmen. Um uns trotz unserer Undankbarkeit. Du wirfst uns Gotteslästerung und Entheiligung des Sonntags vor. Mütterlich, bei dir Zuflucht. Bitte für uns. Du klagst über die Schändung heiliger Sachen. Gotteslästerung und Entheiligung des Sonntags vor. Du empfiehlst uns dringend das Gebet. Du besonders das Morgen, des Morgen- und Abendgebetes. Du empfiehlst bitte uns dringend uns. Das Gebet. Du machst besonders uns so bittere Morgen Vorwürfe über unsere und Sinnlichkeit und die schändlichen Lustbarkeiten der Welt. Bitte du machst für uns. Uns so bittere Vorwürfe über du erinnerst uns so eindringlich an das bittere Leiden Jesu. Der Welt.
Bitte für uns. Du bist durch deine Erscheinung zur Quelle des Segens für die Sünder geworden. An das bittere Leiden, Jesu. Bitte für uns. Du forderst die Gerechten auf, ihre Andachten zu verdoppeln. Bitte für uns. Du lässt die Welt durch deine prophetischen Drohungen mit Recht aufhorchen. Bitte für uns. Du versprichst den Bußfertigen Belohnung. Bitte für uns. Du lässt am Erscheinungsort ein wunderbares Wasser hervorquellen. Bitte für uns. Lebendige Richtschnur der Liebe. Du lässt am Erscheinungsort ein wunderbares Wasser hervorquellen. Opfer der Buße und Versöhnung. Bitte lebendige für Richtschnur der Liebe. Vorbild der Bescheidenheit und Einfachheit. Bitte für uns. Opfer der Buße und Versöhnung. Vorbild der Bescheidenheit und Einfachheit. Bescheidenheit bitte und für Einfachheit. Uns. Bevor den Gehorsam, Vorbild der Bescheidenheit. Banner des Gehorsams und der Unterwürfigkeit. Bitte für uns. Bevor den Ausdauer im Eifer und Apostelamt. Banner des Gehorsams und der Unterwürfigkeit. Vorsehung der Armen und Kinder. Ausdauer im bitte Eifer für und uns. Apostelamt. Licht der Blinden und Unwissenden. Bitte für uns. Vorsehung der Armen. Trösterin der Kranken und Betrübten. Bitte für uns. Licht der Blinden und Unwissenden. Stütze über streitende Kirche. Trösterin der Kranken und Betrübten. Fürbitterin der leidenden Kirche. Bitte für uns. Stütze über streitende Kirche. Ruhm der triumphierenden Kirche. Bitte für uns. Fürbitterin der leidenden Kirche. Durch deine bitteren Klagen bewirke. Ruhm der triumphierenden Kirche. Dass wir uns dem Gesetze deines göttlichen Sohnes durch deine willig bitteren Klagen bewirke. O Maria, durch deine reichlich vergossenen Tränen erlange uns die Gnade, unsere Sünden zu beweinen. O Maria. O Maria. O Maria. Durch deine reichlich vergossenen Tränen erlange uns die Gnade, unsere Sünden zu beweinen. In allen unseren Leiden. O Maria. Durch deine Erscheinungen und Wunden erlange uns belebe den Glauben. Durch deine Erscheinungen und Wunder belebe durch deine nach Rom gerichteten Blicke verknüpfe uns immer mehr und mehr. O Maria. Durch deine nach Rom gerichteten mit dem heiligen Stuhl durch deine hinreißende Schönheit gib uns das Streben nach dem Himmel. O Maria. Durch deine neue Himmelfahrt ziehe uns dir nach. Durch deine hinreißende Schönheit gib uns das Gottes, Streben du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, O Herr. Durch deine neue Himmelfahrt ziehe uns Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöre Gottes, uns, O Herr. Hinweg die Sünden der Welt. Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Lamm Gottes, erbarme dich hinweg unser. Die Sünden der Welt. Unsere liebe Frau von Lazareth. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Versöhnerin der Sünde, bitte für uns, ohne Unterlass, unsere liebe dass Frau wir von zu Lazareth. Dir unsere Zuflucht nehmen. Lasset uns beten, o Herr, der du in deiner unendlichen Barmherzigkeit deine glorreiche Mutter lass auf dem Berg beten, von Lazareth gesandt hast, Jesus, der du in deiner unendlichen um uns an unsere Christenpflichten zu mahnen, gib, dass wir Berg gerührt durch ihre Tränen und empfänglich für ihre Ermahnungen in diesem Leben deinen gerechten Zorn durch eine aufrichtige Buße besänftigen. Und dass wir durch unsere guten Werke die Gnade erlangen, dich ewig im Himmel zu besitzen. Da du lebst und regierst und dass wir in durch aller unsere Ewigkeit. Guten Werke Amen. Die Gnade erlangen, dich ewig im Himmel zu besitzen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Gelobt uns allen deinen Christus. Segen gib.
Maria mit dem Kinde lieb.